Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, diesmal nehme ich euch mit ins Captain Jacks Restaurant. Das ist ein Bedien-Service-Restaurant. Und ich würde sagen, wir gehen schnell rein. Ich habe nämlich Hunger und es ist kalt. Captain, you know what? Thing. You know what? My birthday is today. It's your birthday. Yeah. Yes. It's very easy because, you know, in pirate restaurant, birthdays are quite different, you know. Really? Because I will have lunch here later. Perfect, we'll meet again then. Yes? Because, you know, pirates, the birthday are very different. You know? Because if you get birthday, you have to give something to the owner of the restaurant. So what you can bring as present? You have something with you, maybe? A button? Very interesting. Or some rum for you. Is it gold or silver? Gold. Gold. We might talk about later. Okay. Or some rum? Or some rum. Well, I'm always more interested to treasure, to be honest. We might talk about it. Or some earrings? Some earrings. Yeah. Very interesting. Are they gold or silver? Silver. It's quite hard to tell, you know. Quite hard, very good. Well, we'll talk just after. But can we have a picture before? Of course we can. Wir haben einen Tisch im Captain Jacks direkt neben der Attraktion bekommen. Da fahren die Boote vom Pirates lang. Echt cool. So, hier ist die Menükarte im Captain Jacks. Es ist wirklich sehr viel zur Auswahl. Ihr könnt alles separat bestellen. Starters, Hauptgerichte. Aber es gibt auch tolle Menüs. Wir fangen jetzt hier an mit dem Pirates Treasure Menü für 40,99 €. Könnt ihr auswählen zwischen einem von den Starters, Main Course und Desserts, also Nachtisch. Dann haben wir hier das Seven Seas Menü für 47,99 € und einmal das Captain's Menü für 56,99 €. Es gibt auch einige Kindermenüs hier zur Auswahl. Dann hier die Getränkekarte mit Wein, Cocktails, also es ist wirklich sehr viel zu sehen. Ich zeige euch jetzt nicht alles im Detail, das würde zu lange dauern. So, fangen wir an mit der Vorspeise. Wir haben hier eine Fischsuppe. Und hier, ich habe den Quinoa-Salat mit einer Cashewkern-Vinaigrette. Ich bin mal sehr gespannt, ob es schmeckt. Und wenn ihr eine Jahreskarte habt, die Infinity-Jahreskarte, vergesst nicht, euren gratis Cocktail, alkoholfreien Cocktail zu bestellen. Und ihr bekommt auch noch Brötchen zur Vorspeise. So, wie ihr an meinem Teller sehen könnt, ist nichts mehr übrig von der Vorspeise. Es war sehr lecker. Das Problem hier ist, man sieht nicht wirklich, was man isst, weil es sehr dunkel ist. Aber ich habe auch die Fischsuppe probiert und die war auch sehr, sehr lecker. So, der Hauptgang. Ich habe mir karibisches Hähnchen bestellt mit Garnelen und dem Captain's Reis, der in einer Kokosnussschale gebracht wird. So, mein Resümee zum Hauptgang. Es war okay. Der Reis war ein bisschen hart und das Hähnchen war ein bisschen trocken. Aber ich hatte Hunger und habe alles aufgegessen und es kostet ja auch viel Geld. Und ja, aber es war okay, aber nichts Besonderes. So, jetzt kommen wir zum Dessert. Wir haben hier einmal einen Keks übersetzt ungefähr mit Ananas und Vanille, Sahne. Und ich habe den ich hab Milchreis mit Mangopüree. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So, das Dessert war okay. Ich hätte noch eine Tonne Zucker reingepackt, aber... Naja, also nichts Spezielles, es war okay. Ah, oui, c'est bien. Oh, you're back! I know, right? It's my little ship, as you can tell. It's pretty interesting, isn't it? It's nice. I know. There's plenty of things at the restaurant. Because there's plenty of treasure. Oh, there was a treasure before here. Someone said a treasure.
quite interesting. Well, if you find some treasure, just let me know. Okay. Okay. So, meine Lieben, das war mein Mittagessen hier im Captain Jack's. Das Essen ist okay, es ist nichts Besonderes. Die Vorspeise hat mir gut geschmeckt, die anderen Sachen waren okay. Wie gesagt, die Preise sind auch gesalzen. Ich finde es schon sehr teuer, aber gut. Was ich positiv finde, ist, dass man manchmal Captain Jack's Store sehen kann und treffen kann. Und auch das Ambiente finde ich wirklich toll in dem Restaurant. Auch mal, dass man in der Nähe von dem Pirates Ride sitzt und die Leute an einem vorbeifahren. Das ist wirklich etwas Besonderes. Deswegen nicht nur auf den Preis achten, auch aufs Ambiente und auf die Atmosphäre. So, das war mein Überblick über das Captain Jack's Restaurant hier in Adventureland. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!